Hi, hier ist der Frank von footbockhamburg.de. Ich habe ja neulich schon gesagt, wir wollen einen Milchshake machen aus Erdbeeren. Erdbeeren haben wir schon hier, die haben wir schön mit Zucker eingelegt, stehen irgendwie ein bisschen länger schon im Kühlschrank, sind schön durchgezogen, tipptopp. Dann brauchen wir ein bisschen Mascarpone dafür, Bourbon-Vanille, klassisch, was ich immer benutze. Dann haben wir hier so einen Becher, da gehört noch so ein Deckel drauf, hier ist er. Der gehört zu unserem Philips Zauberstab, den habe ich mir mal gekauft, bin mega begeistert. Ich werde einfach mal unten euch einen Link reinmachen, damit ihr den mal euch angucken könnt. Klasse Teil, bringt echt Spaß damit. So, dann wollen wir mal beginnen. In aller Phyllis Blue. So, ich habe jetzt schon einen Teil der Erdbeeren da reingetan. Jetzt tue ich ein bisschen was von meiner Bonbon-Vanille da rein. Ein bisschen Milch. So. Ein bisschen was von meiner Mascarpone. Also so ein Löffel voll. Die tue ich da rein, weil die ist verhältnismäßig fett. Also das ist jetzt hier nichts für Leute, die abnehmen wollen. Ne? Die ist ein bisschen fett und Fett ist halt ein guter Geschmacksträger, dann wird das Ganze ein bisschen geschmacksvoller und ein bisschen runder und ein bisschen besser. Das werde ich jetzt mal eben schnell mit meinem Zauberstab hier so ein bisschen verquirlen. Dann kommt da noch ein bisschen Eis oben drauf und dann sind wir schon fertig. Also, ganz schnelle Nummer. Ich würde sagen, jetzt wird's mal laut. Nee, wird's nicht. Wieder zu blöd. So, jetzt aber. So, jetzt tue ich da mein Eis gleich drauf und dann quellen wir das zu Ende. Dann ist es schön kalt und dann ist es schon fertig. Dann füllen wir das gleich in unser Glas. Schön rosé, ne? Schön rosé, genau. Jetzt tun wir da eine schöne Portion, also ein bisschen mehr als eine Kugel Eis rein. Klasse. Und quellen das auch nochmal eben durch. Fertig. Und schon fließt es in unser Glas hinein. Sehr schön. Das war's. Sieht doch klasse aus, oder? Das war's dann schon wieder für heute. Lasst uns einen Daumen da, abonniert uns und tschüss sagen. Und Frank von footblockhamburg.de. Ciao, ciao.